am Samstag, wir im Auto, 13 Uhr spielt HSV, um schwer zu erkennen. Wir sind auf dem Weg zu Pflanzenkölle. Im Dschungelrestaurant werden wir Kaffee trinken. Oh ja, das ist so schön. Aber das kennt ihr ja schon. Moin. Oh ja, das ist so schön. Wir haben gut geschlafen. Wir waren sehr lange noch wach. Bis halb zwei, glaube ich, ne? Ja, und ich glaube, bis um neun habe ich geschlafen. Also richtig ausgeschlafen. Ja. Und dann kam der lächelnde Nachricht gekriegt. Dann wollte ich bei Kölle vielleicht gucken für unsere Terrasse. Das da so ein bisschen hübsch machen. Heute sollen 23 Grad hier in Hamburg werden. Fahre ich richtig? Ja. Ja. Ich dachte. Ja. An der Brücke oben fährst du links. Ah ja, genau. Heute ist Samstag und kein Werktag. Samstag ist Werktag. Ist ein Werktag? Mhm. Aber keine Schule. Nee, aber trotzdem ist Samstag 30 Werktag. Hier kommen wir in Carolines Gefilde. Ihr Auto steht da noch auf dem Parkplatz. Echt? Ja, das behält Melody ja. Aber die Wohnung bestimmt nicht mehr. Nee, die war irgendwie leergeräumt, glaube ich schon. Sie hatte noch so viel vor. Mit ihrem kleinen Kutscheauto. Ja. Vorne steht das. Da ist er. Ja, mit der Gardine drin. Ja. Oh, Caroline. Jetzt kommen wir gleich an meiner ersten Wohnung vorbei. Gerstenwiese. Ja. Unser Haus- und Hofbestatter. Ja. Ikea. Hier, Gerstenkoppel, musst du rein. Hier hat Mama mal gewohnt. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Hier ist schon der Raps. Links und rechts vom Äquator. Heute soll die Wolle kommen, bitte. Oh. Können wir noch zusammen färben? Ja. Kreationen, Kreationen, HSV. Nur der HSV. Und hier wieder irgendwo drehen. Hier ist ein bisschen eng. Ja. Gut. Stellmoor. Hinten ist frei. Okay. Nicht, dass da ein Stein noch ist. Das war mal ein Gutshof hier. Ja. Da sieht man die Mägde noch so laufen und so, ne? Jetzt sind das Wohnungen. Atelier. Hm? Classic Cars. Spitzenfeste Raps des Dreste. Also nicht weit so, ne? Nach Kölle. Nö. Fahr ich auch alleine hin. Ja. So, wir sind angekommen. Der ist hübsch da. Ich geht der für 200 da? Ja. Wenn wir ein Lotto gewinnen, machen wir uns einen schönen mediterranen Garten. Ja. So ein Gartenhaus, so ein Gewächshaus.
Die kosten 40, das sind die kleinen. Was für ein Gewimmel. Das sind Goldfischis. Aber guck mal, wie hübsch. Ja. Wenn die hellblau. Du sei nix. Sind auch schon gut ausgesucht. Ja. Hübsch, ne? Jumbo ist 74. Das sind dann. Hier der ist ab 16 Uhr. Hier im Dschungel ab. Oha. Wir sind immer noch bei Kölle und es hat das Geißensyndrom erfasst. Wir sind sehr hungrig. Wir haben unser Shopping unterbrochen, um jetzt erstmal was zu essen. Mit knurrendem Magen lässt sich nicht gut shoppen. So, jetzt sitzen wir hier im Dschungelrestaurant bei Kölle. Hier waren wir auch schon öfters. Alle Tische waren im Dschungel reserviert, aber wir hatten jetzt noch Zeit bis 13:30 Uhr. Zwei Stunden. Und das haben wir dann wahrgenommen und bestellt. Es gibt so ein Wochenangebot. Diese Woche, wir haben uns entschieden für die Rinderleber. Die Rinderleber mit Kartoffelpüree, Apfelmus und gerösteten Zwiebeln. Ja, dann wäre auch noch eine Pfefferpfanne da, Kabeljaufilet, Rinderleber und Cordon Bleu. Für Ilana gibt es eine Pizza Margherita und eine Erdbeertorte. Aber da wir ja auch Rinderleber so nicht, nein, nicht machen oft. Zu Hause, genau. Das ist, esse ich vielleicht zweimal im Jahr. Ja, deswegen ist es dann doch schon was Besonderes. Ja, ein köstliches Stück Erdbeertorte. Pizza. Meine Leber. Die sieht gut aus. Das ist. Und die Margherita. Ich filme dich auch nicht beim Essen, ich filme nur auf den Teller. Hier, Fischlein. Auf die Seite tun wir das. Ja. Der da. Schlupp. Alles. Temperaturen, da kann man gar nicht mit um. Nee. Das ist wieder so schlachtartig. Ja. Ein bisschen too much. Wir sind überfordert. Hier nicht. Auf der Weg. Ich fand
wir jetzt ganz langsam vorbereiten. Nein. Bevor sie abfallen. Ja, schon alle da unten. Krümel. Oh, das steht leer. Hätte ich gerne und dann sanieren lassen. Das steht auch leer. Aber das ist mir zu dicht, gell? Ach, da kommt ein Kastenklotz hin. Ja. Die werden abgerissen. Kastenklotz? Ne, so ein Schuhkarton. Guck mal. Ja. Werden die heute auch abgerissen? Nein. Meist, es stehen ja auch viele unter Denkmalschutz und wenn die schon ganz alt sind. Das ist toll. Ich mag das mit dieser Fenster. Ja. Hier nicht irgendwo das Frauenhaus? Hier, das rote, ein Klinkerhaus. Darf ich aber nicht zeigen. Stimmt. 2-1. Ihr wart die Supporters. 2-1 HSV gegen Kaiserslautern. Hier war meine Schule. Ja. Das ist Grundschule, ne? Oder was war das? Ne, diese Übergangs-, ja. Dieses Übergangsjahr. In die Grundschule waren wir ja Potsdamer. Ob du in die Realschule oder Gymnasium kommst. Ja. Beobachtungsstufe so. Mhm. Und ich war ja nachher Gesamtschule, wo alles sowieso auf einen Haufen war. Im nächsten Ort. Mh, süß. Alter rosa Flauschbaum. Die Schale noch holen von Penny. Wenn die noch da ist. Sollen wir mal rein? Oder brauchst du die nicht? Doch, Auflauf. Mhm. Welcher ist das? Steht das hier irgendwo mal dran? Hier, siehst du den Unterschied? Das ist die Originale. Die linke, ja. Siehst du den Unterschied? Warte, die? Tankstellen? Tankstellen, Baumarkt. Nutella. Jetzt wärst du bespickt mit Kiddes-Sachen und Elida-Sachen. Und Sehans-Sachen. Ich habe Domwürstchen, die hat Sven gebraten. Sie sind in einem Brötchen gebettet auf Fleischsalat. Und obendrauf habe ich Senf. Mhm. Das Ganze, warte, ich muss die richtige Position finden. So, richtig? Ja, mhm. So. So. Nee. So. Und das Ganze wird ein bisschen angedrückt. So. Und das muss ein Sesamstraßenteller sein, ne? Ja, mit natürlich. Bert und ja. Immer. Sonst schmeckt's nicht. Nein. Sie ist nun auch schon 27 Jahre alt. Ja. Ist sie die Wurst? Mhm. Ich habe eben schon eine gegessen. Nein. Wir hatten heute lecker Leber, Kartoffelbrei, Apfelmus. Frau Magda? Ja. Sie haben in Ihrem Hamburg, im Hamburg-Urlaub haben Sie aber was vergessen, ne? Was denn? Frau Magda? Was hat denn Magda vergessen? Wir haben die Essdiele umgestaltet. Wir haben den Schrank aufgeräumt. Wir haben eine Wohnmobiltour gemacht nach Büsum und nach Friedrichskoog. Was fehlt denn noch? Soll ich Ihnen die Schienbeine mit meinen Zehennägeln aufritzen? Ein Tart haben wir auch. Ja. Obwohl, deine Augenbrauen würde ich gerne nochmal nach. Ich glaube, du hast mir auch dann eine Lücke reingehauen. Kann das sein? Nein. Nein. Meine Zehennägel, sagte ich nur. Ja. Soll ich Ihnen sie nochmal zeigen? Nee, das machen wir dann gleich. Du kannst sie mal einweichen. So hart wie Huf mache ich das nicht. Die müssen eingeweicht sein. Und dann machen wir ihre Füße schön. Was haben Sie eben gegessen? Oh, ich hatte ein Brötchen. Ah ja, hatten wir ja gefilmt. Ja.
Hier schwimmen die kleinen Koi-Karpfen von Kölle. Mit einem Stimmungslicht. Ich werde jetzt nicht sagen, was meine Zwillingsschwester mir aus dem Einkaufswagen wieder rausgepackt hat, weil sie dachte, das ist nicht von uns. Aber es geht auch so. Ja. Erstmal. Und hier oben haben wir jetzt hübsch dekoriert. Von diesen kleinen Gläschen hattest du zwei Stück. Eins ist da. Ah. Da ist Alex sein Kopfhörer drin. Ah. Wow. Der ist auch neu. Der ist neu eingezogen. Mhm. Also nicht der Topf, der Kaktus. Der Kaktus. Da die Hyazinthe auch. Ja. Die muss ich abschneiden. Die sind jetzt verblüht. Der gelbe Krug, der ist von Bille. Da werde ich meine Blumen mit. Ja, der ist auch schön. Katzengras. Die Hyazinthen sind alle aufgegangen. Das ist ein ganz toller Duft hier. Ja. Deswegen habe ich mir nochmal die blauen da, die lilanen nachgeholt. Ja. Guck mal, die hat auch noch alles Knospen. Ja. Bisasam und Bisaflor. Ja. Was war denn in dem Paulaner-Glas drin? Ein Alster. Ah. Ein leckeres Alster mit Zitronenlimonade. Auch genannt Sprite. Okay. Bis später. So. Auf Magdas Spuren. Ich weiche meine Füße in Evasit ein. Ja, schön einweichen. Magda? Ja, ja. Magda macht Fuß. Oh, hier bewegen sich die Pflanzen von alleine. Magda sagt Gruß vom Fuß. So, wir legen heute los. Wir machen Füße schön. Schöne Füße immer wichtig für die Ladies. Im Sommer, du hast keine Socken an, kannst du nicht verstecken deine Kralle. Der musst du schön machen, die Balle. Wir haben eine gute Öl. Magnesium-Öl hat Susanne gekauft vom Action und das lindert gleichzeitig die Muskelkrämpfe und weicht die dicke Hornhaut. Wir haben auch noch Dr. Fuß. Ja, den holen wir auch noch. Und Igor Fuß heißt der. Bevor wir die Füße machen, weil die müssen noch einweichen, das ist schlimme, schlimme Zehe. Das ist wie hart wie Huf. Wir brauchen auch richtiges Besteck. Ich habe Besteck besorgt. Zum Ersten eine komplette Maniküre-Set. Da ist alles drin. Eine Nagelknipser, eine Pinzette. Eine Nagelfeile, eine Nagelschere, eine schöne Kneifer für die Ecken und Kanten, eine Mini-Knipse, das Spielzeug, dann ein Ohrenschmalz-Öhrchenschaber. Nein, wir wissen nicht genau, aber wir benutzen dafür. Und das ist ein kleines Klopferchen. Dann für die Augenbrauen eine Bürste und für die Nagelhaut eine Schieber und noch eine Schieber mit einer Spitze zum Auskratzen von Dreck und eine Nagelhautentferner. Das mag das OP-Besteck. Das ist das Europa-Besteck. OP-Besteck.
OP-Besteck. Nein, nicht OP-Besteck, OW-Besteck. Keks. Okay. Was wird zum Keks? Das kleine Mädchen möchte einen Keks. Hast du draußen gekämpft, Lilly? Ja, im Nacken hat sie Kampfspuren. Ja. Wann war das? Also jetzt, wie wir unterwegs waren, sagte Sven irgendwie, ne? Auch wieder nochmal, aber vorher hatte sie ja auch da im Nacken schon. Ja, so eine Bisswunde. Ja. Und das war auch richtig so Oberkiefer und Unterkiefer, so hinten, so ein Biss. Und so, da beißt eine Katze ja nicht. Die werden sich bei ihr hinten auf den Rücken geschmissen haben, so diese Marder oder so. Mhm. Och, mein Lilly. Das siehst du, Mr. Burns. So, meine Lieben, jetzt werden wir starten. Ich habe mich gestärkt mit einem Alsterwasser. Prost. Eine gut getränkt. Getränkt. Ach nein, ich habe vergessen, meine Tabletten zu nehmen. Ich brauche einen Schluck Water. Aber manchmal geht auch mit Limonade. So, meine Besteckkasten. Wir machen. Was ist das für eine Gummimatte? Heat-Hole? Heat-Hole Anti-Root. Damit nicht alles so slidet. Also, das muss festen Stand haben. Da ist irgendein Viech auf den Fell gefallen. Von den Blumen wieder. Ja, das ist von... Hat die Brüste eine Borste. Die Borste muss weg. Wollen wir nicht haben. So, Susanne. Jetzt kommst du bitte zu mir. Ich bin mit den Füßen ja noch in der Pütt. Ja, kannst du. Rückst du trotzdem ein bisschen. Jetzt schön deine Brauen. So, ist ganz schön buschig. Hier haben wir schon einen Test gemacht. Mit diesem neuen Apparat. Wir haben hier jetzt ein neues Gerät. Das ist eine Fadenschnapper. Praktisch wie diese Faden, man nimmt Faden zum Zupfen. Wir klemmen ein. Klemmen ein. Straffen diese Haut. Das ist ungünstig. Gegen diese Striche, man soll machen eine Zupfe. Oh! Au! Oh. Sag mir! Da ist es reingestochen. Entschuldigung, gute Frau. Ich will das nicht. Du kannst eine Schere nehmen. Da! Oh! Der? Ja, irgendwas Metallisches. Stell! Nee. Sag's mir, mein Gesicht. Ist gut auszuhalten. Ja, aber nicht, wenn du mir da irgendwelche Metalldinger noch in den Tränensäcke stichst. Entschuldigung. Da ist schon wieder dieses Ding. Ja, ja, dann auch noch. So rumdrehen. Ich stuck dich in den Fußbad rein, ich schwöre. Schneide das jetzt, bitte. Ich habe dafür keine Geduld.
Bitte Ruhe. Magda! Bitte. Ruhe jetzt. Ist gut auszuhalten, so. Ja? Mhm. Ist nicht so doll, ne? Mhm. Ich darf nur nicht da unten an deine Nase. Ich finde das besser wie Pinzette. Ja. Auszuhalten. Ja. Er nimmt auch gleich so ein paar mehr. Eine Linie. Ja, nicht, dass du mir da Löcher reinhaust. Nein, ich mach da oben auf. Hier ist wieder dieses Problem mit deinem Gesicht. Ja, als wenn mein Gesicht das Problem ist, also ehrlich. Nee, bitte guck so zu mir, nicht in die Kamera. Den Rest machen wir mit Pipette. Das langt doch auch. Nein, also buschige Augenbrauen zwischen die Nase. Das ist deine Armstöcke. Kannst du doch rasieren. Kannst du nicht nehmen, deine Ständer hier, wo ist der? Rasieren. Wie würdest du ohne Augenbrauen aussehen? Das finde ich jetzt heraus. Gucken Sie in die Kamera. Schwillt an deine dicke Sack an den Augen. Habe ich so eine Mephisto Frida Kahlo Haare? Ja. Ist gut, wenn ich keine Brille auf habe, sehe ich die nicht, ne? Nein. Weil du vorhin gesagt hast, du hast so viele Haare im Gesicht. Ja. Nicht, dass sie nachher aussehe wie die bärtige Brigitte oder so. Also die aus dem Buch damals. Ja. Mit Vollbart. Eine Frau mit Bart. Die hat einen richtigen Vollbart wie ein Mann. Zu viel Testosteron habe ich auch. Also mehr männliche Hormone. Wenn ich meine Beinhaare wachsen lasse, dann sehe ich aus wie so ein Wollmammut oder Vollschweinschaf. Nee, wie heißen die Wollschafe, ne? Ja. Wollschweinschaf? Nee, nicht Schaf. Wollschweine. Wollschweine. Die gibt es ja wirklich. Hm. Warum gibt es Wollschweine? Die haben ganz viele Haare noch so. So bitte diese Seite. Das ist schön bei dir, man kann so diese schwarzen Haare gut sehen. Morgen, wenn ich aufwache, sehe ich aus wie Mr. Magoo. Voll zugeschwollene Augen. Du wirst sehen, bist du nachher eine. Du drückst irgendwie mein Augen so nach innen. Entschuldigung. Ich richte ihn mal eben.
Wenn mein Auge aufmacht und ist eine Pupille da und ein da, quer in den Tasche kommt. Weil wir wissen, wie sie aussehen und Augenbrauen. Augenblick. Wie Matti Feldmann. Oder diese Halloween-Klubschaugen, diese einzeln verpackten. Ja, wenn du mir die jetzt aushackst, dann habe ich doch bitte Reserve. Könnt ihr mal bitte aufhören zu sprechen, Susanne? Susanne. Susanne, böse Susanne. Komisch, auf den Namen höre ich gar nicht. Kannst du bitte Silvia oder Sandra oder Silke sagen? Sabine. Susanne nennt mich so keiner außer Sven. Susanne. Susanne. Ich hab das Gefühl von einer Wasserleiche in an den Füßen, so krummelig. Ja, tut deine Füße auch mal richtig gut. Tut. Gut. So. Jetzt, wir machen eine schöne Kämmchen und dann schneide in eine schöne Form. Oh, wie Theo Weigel hast du Borste an die Augen. Bitte schaut. Theo Borsten. Oh Gott. So. Bitte gucken Sie. Guck mal. Ich brauche Schere und Kämmchen. Das ist ja wie eine Frisur. Fukuhila. Wir machen hier eine Video, bitte nicht so viel Quatsch, sag mal. Das ist ein cooles Lied. Pablo. Knack. So dicke Borte, ich brauche Heckenschere. Knack. Nicht, dass du da irgendwas spielst, was, na, sag doch. Oder es dann wieder gesperrt wird, weißt du? Ja. Irgendwelche Melodien oder von Videos, ja, oder die Musik, ja, weil wir Video laufen haben. Ja. Dann wird dann das Video nicht veröffentlicht. Das wusste ich doch nicht. Dann war alles umsonst. Gute Gespräche. Tipps und Tricks mit Magda. So, ja, da muss ich noch ein wenig. Wie lange brauchen deine Augenbrauen zum Wachsen? Damit ihr mal nicht wurbeln sehen. Aber ich schneide dir irgendwas. Ich schneide dir die Wimpern an. Wie lange brauchen deine Wimpern zum Wachsen?
korrigiere. Bitte warte. Ja, kein Wunder. Weißt du, ich habe da so eine Herzlinie. Ja, aber ich habe immer ein bisschen flattert, Mann, aber das ist normal bei mir. Nee, aber das ist ja. Sind Spaßaugenbrauen, nicht oder? Nicht sprechen. Kannst du gleich sprechen, wenn ich mache Füße? Mmh, wie viel waren das? 700? Oder? Das waren bestimmt 9. Nein. Doch, das war Busch. Du packst doch bestimmt alles, was du kriegen kannst. Nicht Härchen, Härchen. Ganze Blumensträuße. Ist auch sehr buschig bei dir. Na, gleich wohl nicht mehr. Ist noch was zu kämmen? Ja, du hast genug. Oder schon Irokese? Nein, du hast ganz viel Busch. Juckt, warte mal. Du gehst immer weiter weg. Ja, aber ich habe schon Angst. Oh. Mmh, oh. Das ist wie Draht. Das ist wie Draht. Ich will haben diese Draht. Guckt euch diese Draht an. Zeig mal. Oh ja. Mit Wurzel. Das Wurzel an der das Übel an der Wurzel gepackt. Das Wurzel. Das Wurzel. Das Wurzel. So, andere Auge. Ich habe das Gefühl, mir faulen die Füße schon ab. Das Fleisch fällt gleich von den Knochen. Es ist dann schon mürb. Je länger geweicht, umso besser der Schrub. Wegen dem ein Mommi-Schwamm mit ein bisschen Pink Stuff. Mommi-Schwamm und Pink Stuff. Was gut ist für Haushalt, ist auch gut für die Fuß. Oh, widerspenstige Borste. Komm her, du. Ust. Ust. Nein, nicht weg. Komm zu mir. Hierher. Ein bisschen nach oben gucken. Jeder denkt an meinen Augapfel, der Knochen, der bohrt immer weiter. Das war schon mit ihm bestimmt wieder so ein schmaler. Das ist ja wunderschön geworden. Hier machen wir wunderschön.
jetzt gib mir mal deine Nase. Was? Das sind Haare auf der Nase. Wieso Haare auf der Nase? Ich zeige. Warte. Moment. Da. Ich mache weg. Schnell weg damit. Nicht schön. Und eine Porenreinigung kriegst du auch vielleicht. War nur einer. Sind vielleicht die Augenbrauen, die da runtergerieselt sind? Ja. Au! Nee, das kann ich nicht. Liebe an den Haare. Wir nehmen mich in den Rasierer. Wir oder? Können auch probieren. Nein, nein, nein. Nein. So. Nein, schnapp nicht. Ich schnappe. Oh. Nee, ich will keinen Schnapp. So. Mit gut. Nicht. Ja, du hast auch keine Haare da. Doch, ich habe flauschige weiße Haare. Geht gut. Ich möchte nicht. Ist ganz zart. Ich mache eine Kostprobe. Ist schlimm. Ja, aber so, du bist wieder so dicht am Auge. Warum bei mir nicht? Warum bei? Mach mal so. Dicke, fleischige Bäckchen. Fleischig, ja! Ah! Was ist das? Das tat weh. Oh. Aua. Können wir nicht rasieren? Du musst Spannung bringen. Ich möchte rasieren. Land jetzt. Ich will jetzt nicht mehr. So, wir gehen noch einmal an die Wange vorbei. Was denn noch? Da sind überall Haare. Ich hab Fleischbäckchen. Nicht, dass du meine Kopfhaare da noch mit drin hast, ne? So ein Undercut, so ein heimlicher. Das macht Spaß. Ja. So, wie Rasen, mein Herr. Da, bitte. Oh, schön glatt. Komm. schön Spannung. Also hier mir nicht die Leberflecken noch weg. Wir brauchen hier keine Hexenprobe. So schön Spannung bringen. Spiel Spaß und Spannung. Wie ein Babypopo. Ja, mach du mal bitte Pause, Bäckchen.
Was machst du denn da? Komm. Was ist denn hier los? Ich will nach Hause. Noch nicht. Da ist eine Burg. Komm. So wie von Michel. Wie hieß die Magd? Brüder Meier? Nein, die Magd. Stine? Lina. Lina. Ja, jetzt, ich drücke ein bisschen die Porte raus. Oh, deine Nase steckt. Oh, da. Ich brauche. Was denn jetzt? Was denn? Man muss ein bisschen drücken, die Nase so in diese Richtung. Dann kann man kleine winzige Härchen entfernen. Oh. Gumminase. Du sieht viel besser, machst du platte Nase. Hast du keine Knorpel? Hallo Freundin Müll. Brenne nicht am Schwanz an. Freundin Müllbrühl. Ich mache hier jetzt noch eine Weile weiter. Wir machen eine kurze Pause. Warte, was haben wir? Ersatzband für diese Epilator-Manual. Und das ist jetzt ausgelabbert. Jetzt ist ausgelabbert. Aha. Kann weg. Wir haben hier eine neue Schlapperband. Ich habe noch nie gemacht, aber wir probieren einfach aus. Okay. Wie kriegen wir diese raus? Ich weiß es nicht. Refill Treats. Reinigen Sie, ja, Entfernung der zwei Tage, tragen Sie Lieblingshautprodukt auf und fühlen Sie sich schön. Ja. Okay, okay. Guck, kannst du überall jetzt. Augenbrauen, Kinnbart, Schnurrbart, Achselwuchs und Beinhaar. Ich muss einmal nachschauen. Wie bekommen wir diese Faden heraus? Man nimmt das ganze Plättchen. So einfach ist das. Und dann sind die anderen da noch drin? Ja. So. Jetzt, wir sollen nehmen eine Faden mit Perle, haken wir ein, von innen nach außen, hier über Kreuze, muss sein hier an die Haken. Und an die andere. So, jetzt müssen wir drehen. Spannung. So, ich glaube, ich muss noch was anderes machen.
überkreuzt. Ja, ich muss ein paar Mal wickeln, zwei, dreimal hier rum. So. So. Und dann haben wir wieder diese Drill. Den Thrill, wir haben den Thrill. Oh, Thrill. Schöne Spannung. Ja, guck mal, wie glatt. Und dieses Stück hier ist ganz glatt. Ja, da sind alle weg. Oh, hier ist viel. Hat den Vorgang beendet. Wir haben genug epiliert für heute. Wir bauen morgen weiter. Mir ist geflogen die Spannung aus dem Gerät. Aber ist nicht schlimm. Übrigens kostet das bei Action 1,49, ne? Ja. Das Epilie-Gerät. Und das packt es übel an der Wurzel. Wer empfindlich ist, so wie ich, mit Pinzetten, ist damit ganz gut bedient. Auch so an den Beinen und so. Das tut nicht so weh. War das die neue, ne? Ja, die andere habe ich schon weggeschmissen. Oh, Musik. So, ich habe mitgebracht eine Entspannungsöl. Mut. Eine Mutöl. Mutboost. Rollerball. Rosmarin, glaube ich, war das, oder? Mit Rosemary Oil. Das kommt ja wohl aus Amerika. Nee, Niederlande. Action. Von Action aus den Niederlanden. Wir testen. Susanne ist unser Proband. Morgen hat sie Blattern in die Gesichter, kaufen wir nicht. Das ist kein Gesichtsmut. Doch, Entspannung. Ja, aber nicht. Das, weißt, das ist. Wirklich? Ja, das ist Aromatherapie. Das kannst du dir so. Am Puls oder vielleicht auch, wenn du keine Allergie hast, ja. Aber im Gesicht macht man das nicht Mut. Und dann, wenn das kannst du so, weißt du, so wie Duftöl. Penimentol. Ich will nicht im Gesicht. Aber riecht gut. Nicht meine dicken Poren noch zu kleistern. Dann wir brauchen eine Spatel. Was? Dann wir nehmen eine Spatel. Für was? Für große Porde. Wir kratzen sie raus. Was? Komm. So, ich habe nicht so eine großen Poren. Kommst du bitte zu mir? Ich mache nur hier eine kleine. Oh, hast du viel Talgum. Das ist aber auch ein bisschen schmerzhaft. Ich mach vorsichtig. Zeig. Um die Nase herum. Das ist gar nichts. Doch. Wo denn? Bitte, du machst und gucke mit der Brille. Das ist Talkum. Wo? Da. Ich sehe nichts. Und du bist blind. Das ist der Spatel. Nein, das Teil kommt von deiner Nase. Ja, da kommen sie alle raus. Die Kleine aus ihrem Haus. Aber oh, ja, oh. Da sind sie alle zusammen. Das tut weh. Diese Mitesserchen. Gehen wir lang. Würmchen für Würmchen. Ich kotze gleich. Wir holen sie raus.
Einfach kratzen. Ja, vorsichtig. Leicht drücken. Nimmst die Brille ab, bitte. Und dann schieben wir entlang. An manchen Stellen ein bisschen empfindlich. Hier so in die Ecke. Ah. Wo sie sich überall verstecken. Manchmal kann man ein bisschen quetschen. Und nicht, dass du hier die Gehirnbohrer von Ägypten machst, ne? Die haben das Gehirn durch die Nase gezogen. Und wenn man so leicht drückt, kommt alles raus. Hast du lange nicht gemacht? Gar nicht, ich sehe das ja nicht. Ja, nicht weggehen, komm zu mir. Soll ich die Nasenstecker rausmachen? Ja. Gucken, ist das Leberfleck oder? Da ist ein Leberfleck hier da. Okay. Gut. Nicht den da oben. Nicht den auch noch entfernen. Nicht weggehen. Meine Rücken, bitte beachte meine Rücken. Oh. Weiße Würmchen. Teig muss raus. Das klang, tut weh. Okay. Dann haben wir, hast du eine Feuchttuch für Gesicht? Oh, warte, ich brauche eine Pinzette. Bleibst du so bitte? Kleine Hexenhaar kommt da raus. Da auch. Mm. Ein bisschen Masan. Ja, das rasiere ich dann. Danke, Magda, danke. Ein Feuchttuch, eine Mietzelle. Wo soll ich denn hin? Mit den nassen Füßen. So. Bitte, kleine Häfelein. Kannst du mir geben eine. So. Eben. Was guckst du so komisch? Wir machen eine kurze Reinigung. Für Entspannung. Für Haut und Nase. Nehmen die Dreck auf. Oh. Wischen entlang. Und beruhigen diese Haut. Diese Haut. So. An die Nasenflügel. So. Quietsch, quietsch. Vielleicht kommt noch eine raus. Aus seinem Haus. Ich habe dein. Das ist so dunkel. Ich möchte haben diese Dinge. Was ist dunkel? Nicht, dass das ein Leberfleck ist. Nein, das ist ein dunkler Punkt. Quetsche ein bisschen. Ich quetsche mir meine Zähne aus dem Mund. Die hat sich gleich gelöst. Ich brauche anderes Teil. Der geht besser. Dieses gute Schäufelchen.
Wir machen eine Besprechung. Ja, steck mir dann das Ohr aus. Will hier nicht nur mit Augenklappe sitzen. Balsam, Popel, komm her. Komm mal raus. Ja, der sitzt etwas tiefer. Dass es wirklich ein Leberfleck ist. Ja, kann sein. Geh weg! So, wir haben, glaube ich, alle Poren befreit. Ich schaue mir das alles nochmal an. Oh, da ist noch dunkle Punkte. Ich möchte haben. Oh ja. So, sie kommen, sie kommen. Komm, die kleinen Bösen. Ich sehe die immer nicht. Hm, ich. Aber ich, reicht, wenn ich sehe. Ach, geht das für mich weh. Okay, ich drücke. Oh, Wurm. Wurm kommt gedruckt. Du gleich ganz so rosig. Schnauze voll, ich sag jetzt gute Nacht, das ist 0.13 Uhr. Großkuss und Schluss, auch von dem Magda.